Und weiter geht's mit Part 2 unserer Wie hätte Person A oder B den Vorfall A oder B überleben können? Meinem kleinen Filler-Umzugsformat, solange ich eben noch am Umziehen bin. Es werden noch ein paar Videos auch auftauchen, die länger gehen quasi. Die Hauptvideos werden auch nebenbei noch weitergehen, aber das sind so ein bisschen die Episoden oder die Videos, die ich jetzt hier extra vorproduziert habe für euch, damit ihr auch während meines Umzugs ein bisschen Jurassic-Content habt. Was ich im ersten dieser Videos vergessen habe zu erwähnen ist, dass ihr mir doch bitte in die Kommentare schreiben sollt, was ihr davon haltet, von diesem Format. Macht das Sinn, das zu machen? Ist euch das Ganze irgendwie zu kurz? Oder schreibt mir auf jeden Fall eure Kritik oder eben auch eure positiven Worte dann dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne fangen wir jetzt mal an zu besprechen, wie hätte Dennis Nedry den Vorfall mit den Dilophosaurus überleben können. Viel Spaß mit dem Video. Lassen wir ganz kurz nochmal Revue passieren, was denn wirklich mit Dennis Nedry passiert ist, beziehungsweise welche Rolle er denn für den ersten Jurassic Park Film gespielt hat. Dennis Nedry wird eingeführt als ein etwas korpulenterer, ziemlich freischnäuziger Mann, der sich mit einem Louis Dodgson trifft. Dodgson gibt ihm daraufhin eine Rasierschaumdose mit, die aber präpariert ist. Diese Rasierschaumdose hält kühl und ist dafür gedacht, dass Dennis Nedry Embryos der Dinosaurier aus dem Jurassic Park stiehlt, in die Rasierschaumdose reinpackt und eben wieder an Louis Dodgson übergibt. Dennis Nedry würde dann dafür eine gar nicht so geringe Summe erhalten, wenn er die Embryos lebend an seinen Kontaktmann, der auf dem Schiff wartet, weitergibt. Nedry ist auch sehr selbstbewusst, dass das Ganze funktionieren wird, denn er hat ja die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Jurassic Park. Er kann kontrollieren, welche Sicherheitssysteme aktiv sind und welche nicht. Um an die Embryos zu gelangen, muss er allerdings einige Systeme abschalten und darunter eben auch, wie wir später im Film sehen, die Sicherheit der Elektrozäune, in dem die Dinosaurier eingesperrt sind. Nedry macht das eben dann auch und stiehlt verschiedene Dinosaurier-Embryos, packt die in seine Spraydose und fährt mit dem Auto los. Durch den Sturm, den Hurricane, der aber gerade über die Isla Nubla fegt, schafft es Nedry dann, von der Straße abzukommen und landet mit seinem Wagen samt Embryos vor einem heruntergefallenen Baum und die Reifen fahren sich im nassen Schlamm fest. Und hier passiert die schicksalhafte Begegnung. Dennis Nedry trifft auf einen Dilophosaurus. Er kennt diesen aber nicht mal wirklich, beziehungsweise er scheint schon zu ahnen, was das für ein Dino ist, denn er sagt ja auch immerhin den Satz, du bist ein süßer Dinosaurier, aber bist du eigentlich nicht einer der großen Apparate, womit er recht hat. Das ist ein kleiner Funfact, ja. Der Dilophosaurus ist in der Realität wesentlich größer, also um die 6 Meter, meine ich, wäre der sogar lang. Und in den Filmen Jurassic Park und eben auch Jurassic World haben wir immer nur die kleine Variante. Deswegen spielt Nedry hier darauf an, ja, du bist doch aber eigentlich einer der großen Apparate. Das heißt, Nedry weiß hier ungefähr, um was für einen Saurier es sich hierbei handelt. Scheinbar weiß er aber nicht genug über dieses Tier. Er versucht den Dino quasi wie ein Hund mit einem Stöckchen abzulenken und als er dann merkt, dass das Ganze nicht funktioniert, lässt er den Dilophosaurus hinter sich zurück und klettert diesen Abhang wieder hoch, nachdem er ein Seil an einen Baum befestigt hat, der sein Auto wieder aus dem Schlamm herausziehen soll. Als Nedry dann aber oben ankommt, fällt er nochmal ein Stück runter, landet auf dem Rücken und schaut dem Dinosaurier direkt in die Augen. Der Saurier breitet seinen gewaltigen Kragen auf und verpasst Dennis Nedry eine Ladung Gift unten an die Halsgegend. Nedry packt das Gift und spürt ein Kribbeln in der Hand. Ja, er merkt, dass das anscheinend eine Art von Gift ist. Er dreht sich daraufhin wieder um, hört das Zappeln des Kragens des Dinosauriers weiterhin, geht an die Tür des Autos, will noch einmal nachschauen, ob der Saurier hinter ihm ist und bekommt eine volle Ladung dieses Giftes mitten in die Augen. Ab hier ist das ganze Thema eigentlich mehr oder weniger gegessen. Dennis Nedry wird hier nach und nach immer mehr erblinden. Also das Gift hat eben genau diese Wirkung zufolge. Das wird auch kurz vorher im Film erklärt, dass der Dilophosaurus eine giftige Substanz auf seine Gegner spuckt, die dann eben auch nach und nach die Augen erblinden lässt. Nedry würde es also so oder so nicht länger schaffen, wirklich etwas zu sehen und aus der Situation herauszukommen. Ab hier war sein Schicksal also mehr oder weniger besiegelt. Er geht in das Auto rein, macht die Tür zu, aber ein Dilophosaurus befindet sich schon da drin. Und ich sage ganz bewusst ein Dilophosaurus, weil es ja eine Theorie gibt, dass es sich hierbei um einen zweiten Dilophosaurier handelt. Das könnte natürlich ganz gut sein. Auf jeden Fall ist das dann eben hier das Ende von Dennis Nedry. Und wieder einmal tritt hier die Chaos-Theorie von Dr. Ian Malcolm in Kraft. Welche minimale Begebenheit hätte denn hier anders ablaufen müssen, damit Dennis Nedry den Vorfall überlebt hätte?
Im Endeffekt, ja, die meisten von euch werden es schon erraten haben, Nedry hätte sich nicht mehr umdrehen sollen, um zu schauen, wo der Dinosaurier ist. Das war wahrscheinlich eine Reflexreaktion, aber dadurch wurde quasi sein Schicksal besiegelt. Das war sein Todesurteil und da würde er auch nicht mehr rauskommen. Sogar wenn er weiter in den Dschungel gerannt wäre, hätte seine Sehfähigkeit irgendwann nachgelassen und er wäre den Dilophosaurus und auch allen anderen Dinosauriern auf der Insel hoffnungslos ausgeliefert. Ebenfalls hätte sich Nedry eventuell über die verschiedenen Dinosaurier informieren können. Ich meine, er hat in einem Dinosaurierpark gearbeitet und scheint überhaupt nicht wirklich gewusst zu haben, mit was er sich da umgibt. Ich meine, das mag auf mehrere Parkmitarbeiter zutreffen, aber ein Dennis Nedry, der von vornherein geplant hatte, diese Embryos zu stehlen, der ganz genau wusste, dass er sich der Gefahr aussetzen muss, auch die Elektrozäune abzuschalten, damit Dinosaurier herauskommen könnten, hätte sich eventuell mit gerade einmal 15 verschiedenen Spezies auf der Insel ein bisschen mehr befassen können. Unter anderem wäre mit dabei gewesen, ein T-Rex kann dich nur sehen, wenn du dich bewegst. Ein Velociraptor jagt nur im Rudel und ein Dilophosaurus kann eben diese giftige Substanz spucken. Hätte er diesen Fakt gewusst, wäre ihm das nicht passiert. In diesem Video haben wir also jetzt zwei verschiedene Fälle von: Das hätte passieren müssen, damit er den Vorfall überlebt hätte. Nedry hätte sich informieren können über verschiedene Dinosaurier oder eben noch viel simpler, er hätte sich nicht mehr umdrehen sollen oder zumindest seine Augen schützen sollen, nachdem er ja schon wusste, dass dieses Tier eine giftige Substanz spuckt. Und jetzt bist wie immer du gefragt, siehst du noch weitere Alternativen? Wie hätte Nedry diesen ganzen Vorfall weiterhin überleben können? Schreib es mir in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal.